RGB-LEDs mit dem Calliope Mini und MakeCode ansteuern. Im folgenden Erklärvideo zeigen wir dir, wie du sogenannte RGB-LEDs vom Typ WS2811 oder WS2812 mit dem Calliope Mini ansteuern kannst. Natürlich hat der Calliope bereits eine solche Leuchtdiode auf seiner Platine verbaut. Möchte man aber größere Artefakte bauen oder einfach nur mit mehreren Leuchtdioden gleichzeitig arbeiten, so kann man diese Leuchtdioden in verschiedenen Größen relativ günstig kaufen und zum Beispiel durch Pappe durchstecken und auf der Rückseite verkabeln. Ein Hinweis vorweg. In diesem Video werden einige fortgeschrittene Tipps und Tricks verwendet. Die verwendete Batteriebox enthält eine Batterie weniger als möglich und muss deshalb überbrückt werden. Der benötigte Widerstand über 300 Ohm wird mit zwei kleineren Widerständen und einem Verbindungsdraht realisiert. Die RGB-LEDs verbinden. Schauen wir uns eine WS2812 Leuchtdiode einmal genauer an. Es fällt auf, dass sie nicht wie üblich zwei, sondern vier Beinchen hat. Zwei davon sind kürzer als die beiden anderen. Das äußere der kurzen Beinchen ist für den Dateneingang, das innere kurze Beinchen daneben für die 4,5 Volt Spannungsversorgung vorgesehen. Das innere längere Beinchen daneben ist die Erdung, auch Ground, GND oder Minuspol genannt. Das lange Beinchen ganz außen ist für den Datenausgang vorgesehen, wenn man weitere RGB-LEDs anschließen möchte. Worauf muss man achten? Da ist erstens die Spannungsversorgung von 4,5 Volt, mit der die RGB-Leuchtdioden betrieben werden müssen. Diese Spannung kann der Calliope an seinen Pins nicht liefern. Daher ist eine weitere externe Spannungsversorgung mit entsprechender Spannung notwendig, zum Beispiel eine Batteriebox für 4 AA-Batterien. Diese kann mit 3 AA-Batterien, die je 1,5 Volt liefern, und einer Krokoklemme zum Überbrücken der Anschlüsse für die vierte Batterie die nötigen 4,5 Volt liefern. Da zweitens die Datenübertragung genau getaktet werden muss, damit die Daten fehlerfrei vom Calliope zu den LEDs übertragen werden, sind alle Ground-Pins der LEDs, also jeweils das Innere der langen Beinchen, nicht nur mit dem Minuspol der externen Spannungsversorgung zu verbinden, sondern auch mit dem Minuspol des Calliope. Der Minuspol, auch Erdung, Ground oder GND genannt, ist mit einem entsprechenden Minuszeichen am Calliope gekennzeichnet und befindet sich an der linken oberen Spitze. Wichtig ist drittens die Art und Weise, wie die Daten vom Calliope zur LED übertragen werden. Es passiert nicht einfach nur digital mit einzelnen Nullen oder Einsen, sondern mit einer längeren Folge von Einsen und Nullen auf einmal, einer sogenannten Binärfolge. Diese kann an jedem digitalen Pin übertragen werden, zum Beispiel an Pin 0 oder Pin 1 des Calliope. Die erste LED wird deshalb mit ihrem Dateneingang, also dem äußeren kurzen Beinchen, an Pin 1 angeschlossen. Dazwischen setzen wir einen Widerstand mit mindestens 300 Ohm. Im Video werden zwei Widerstände zu je 220 Ohm, also insgesamt 440 Ohm, miteinander verbunden und zwischen Pin 1 des Calliope und dem Dateneingang der ersten LED gesetzt. Möchte man mehr als eine RGB-LED verwenden, so verbindet man den Dateneingang der zweiten LED mit dem Datenausgang der ersten LED und so weiter. Die Beinchen für die Spannungsversorgung und die Erdung werden entsprechend wieder mit der externen Stromversorgung verbunden. Bei der letzten LED, die man verbaut hat, wird der Datenausgang nicht mehr angeschlossen und bleibt als offenes Beinchen ungenutzt. Wichtig ist darauf zu achten, dass man bei dem ganzen Verkabeln nicht aus Versehen mit den Krokoklemmen und den vielen Verbindungen an den Plus- und Minuspolen einen Kurzschluss verursacht. Die RGB-LEDs mit dem Calliope Mini ansteuern. Für die Programmierung muss ein spezielles Paket in MakeCode hinzugefügt werden. Es handelt sich um das NeoPixel-Paket. Klicke in MakeCode auf die Kategorie Fortgeschritten und dann Paket hinzufügen. Achtung! In der Liste findest du zwar ein NeoPixel-Paket, jedoch war es zum Zeitpunkt, als dieses Video erstellt wurde, nicht funktionsfähig. Wir verwenden deshalb eine angepasste Version des Pakets. Schreibe in das Textfeld die Adresse https://github.com/mklinesb/pxt-neopixel-calliope und drücke Enter oder klicke auf die Lupe. Sobald unterhalb des Textfelds ein Neopixel-Calliope erscheint, klicke darauf. Damit die RGB-LEDs korrekt angesteuert werden können, muss in einer Variable abgespeichert werden, an welchem Pin wie viele RGB-LEDs angeschlossen sind und in welchem Modus sie angesteuert werden.
Die für das Video verwendeten RGB-LEDs arbeiten im Modus RGB in Klammern RGB-Format. Es sind insgesamt drei LEDs an Pin P1 angeschlossen. Diese Einstellungen werden beim Start des Calliope der Variable Neo zugewiesen, die in der Kategorie Variable neu erstellt wurde. Der Block beim Start ist in der Kategorie Grundlagen zu finden. Wir möchten nun die drei RGB-LEDs beim Start mit einer Helligkeit von 100 unterschiedlich farbig leuchten lassen. Anschließend sollen dauerhaft die Farben in der Lichterkette weitergeschoben werden, und zwar jede Viertelsekunde. Die entsprechenden Blöcke findet man in der Kategorie Neopixel bzw. in der Kategorie Grundlagen. Achtung! Die erste LED wird mit der Nummer 0 angesteuert. Zweitens sorgt alleine das Setzen der Farben oder das Rotieren noch nicht für eine geänderte Darstellung. Man muss deshalb immer den Befehl Anzeigen aus der Kategorie Neopixel aufrufen. Und schließlich muss jeder Befehl an der Variable Neo aufgerufen werden. We'll be right back.